Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Achtsam und Resilient, gesund mit der Natur. Mein Name ist Caro Fraundorfer, ich bin selbstständige Apothekerin in Wien, diplomierte Resilienztrainerin, Ernährungsberaterin und dein Host für diesen Podcast. Und heute habe ich ein wunderschönes Thema für dich, und zwar heilende Gedanken, wie du mit Gedanken deine Gesundheit und dein Wohlbefinden beeinflussen kannst. Und ich bin ja gerade dabei, die Studie für meine Doktorarbeit vorzubereiten. Da geht es um positive Psychologie, und ich bin so dankbar. Ich habe einen wunderbaren Professor der Psychologie, Uni Wien, und da lerne ich auch für mich wirklich sehr viel. Und das Thema ist natürlich jetzt hauptsächlich Gesundheit und chronische Schmerzen für diese Dissertation, für diese Studie. Und wenn du dich dafür interessierst, ich schreibe alles in die Shownotes, freue ich mich natürlich sehr, wenn du dich für Ende September anmeldest oder wenn du das jemandem weitergibst. Am Ende dieser Podcast-Folge erzähle ich dir nochmal ganz kurz die Voraussetzungen für die Teilnahme an dieser Studie. Aber wenn man mal in diese Materie positive Psychologie eingetaucht ist, dann findet man so viele neue, interessante Themen. Ich habe das Gefühl, es ist ohne Ende. Und vor allem finde ich das so spannend, diese unwillkürlichen Vorgänge in unserem Körper, wie wir sie dann doch beeinflussen können. Wir haben ja oft das Gefühl, dass vieles fremdbestimmt ist, aber umso mehr ich mich mit der positiven Psychologie beschäftige, desto weniger habe ich das Gefühl, dass wir nichts beeinflussen können. Ganz im Gegenteil, wir können so viel beeinflussen, und zwar auch vor allem mit unserer Gedankenwelt. Die hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Gesundheit. Da komme ich auch immer mehr drauf, umso mehr ich mich damit beschäftige. Und als Pharmazeutin bzw. Wissenschaftlerin habe ich ja mich im Studium auch sehr viel mit Gesundheit beschäftigt. Und da ging es halt darum, wie Viren, Bakterien in unserem Körper sich ausbreiten können, in Zellen eindringen können, wie wir das mit Medikamenten bekämpfen können, wie unser Immunsystem reagiert und so weiter. Das liest sich ja, das hört sich an wie ein ganz spannender Krimi. Aber was ich nicht gelernt habe in meinem Studium, ist, wie viel die Psyche dazu beitragen kann, dass alles gut funktioniert, dass die Vorgänge in unserem Körper gut funktionieren. Mir war damals nicht bewusst, und wahrscheinlich wusste man es auch so noch nicht so, was Stress und negative Gedanken alles anstellen können, welchen großen Einfluss sie haben auf unser Wohlgefühl und unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Vielleicht hörst du im Hintergrund den Wind. Ich habe es einfach nicht lassen können. Ich wollte unbedingt die Podcast-Folge draußen in der Natur aufnehmen. Wir haben ja Anfang Juli. Die Schulferien haben begonnen hier in Wien. Und es ist einfach herrlich ruhig. Es ist nichts los. Es ist so ein schöner sommerlicher Morgen. Und ja, deswegen habe ich mich entschlossen, in die Natur zu gehen und hier diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ja, es fliegen ja kaum noch Flugzeuge. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Kann sein, dass du Wind und die Vögel im Hintergrund hörst. Ja, und nochmal zurück zu unserem Immunsystem, zu unserem Wundermensch, Wunderkörper. Es ist unglaublich, was in unserem Körper vor sich geht. Es sind so viele Vorgänge, wenn man da mal beginnt, sich damit zu beschäftigen, allein in der Leber, was sich da alles abspielt, damit der Körper regelmäßig entgiftet. Es ist wirklich ein Wunder. Aber was wir dazu beitragen sollten oder eigentlich müssten, ist ein Umfeld schaffen, damit unser Körper wirklich optimal funktionieren kann. Und wie wir das anstellen, das möchte ich dir in dieser neuen Podcast-Folge erzählen. Und vor allem geht es hier um die Gedanken, um die Macht, um die Kraft der Gedanken auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden. Es geht um die heilenden Gedanken. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Umso mehr ich mich mit dieser Materie positive Psychologie beschäftige, würde ich am liebsten Neurobiologie studieren. Es ist wirklich so spannend. Und umso mehr ich mich mit Schmerzpatienten beschäftige oder beziehungsweise mit ihnen zusammenarbeite, desto mehr sehe ich den Zusammenhang zwischen Schmerz, Leid, Krankheit und den eigenen Gedanken. Also was können unsere Gedanken denn jetzt wirklich beeinflussen? Egal was und wann du denkst, der Gedanke wird ein Gefühl in dir. Ist es bewusst oder unbewusst?
Zum Beispiel denkst du an den geplanten Kauf im Supermarkt und du siehst dich schon da in der Warteschlange stehen und du bekommst das Gefühl, dass du eigentlich zu wenig Zeit hast, dich da anzustellen, und das verursacht wieder Stress in dir. Also du siehst schon, du hast den Gedanken und das Gefühl kommt dann gleich. Oder jetzt was Positives, du denkst an die Sommerferien und dann spürst du schon die Sonne auf deiner Haut und du fühlst dich entspannt und entschleunigt. Beobachte das einmal. Wir sind in der Regel den ganzen Tag einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Einmal positiv, einmal negativ. Und das ist auch nicht schlecht und das ist auch nicht schlimm. Es ist menschlich und es macht uns lebendig. Negative Folgen hat es aber dann, wenn wir durch zu viele negative Gedanken Positives nicht mehr wahrnehmen. Und darum ist es mir so wichtig, das immer wieder zu erklären und zu erwähnen, dass positive Gedanken wirklich sehr viel bewirken können. Nehmen wir zum Beispiel mal den Supermarkt her. Gedanke an die Warteschlange verursacht Stress. Das Stressgefühl verursacht dann wieder negative Gedanken an vielleicht die To-Do-Liste, die wir noch zu erledigen haben. Und diese negativen Gedanken verursachen dann wieder diese negativen Gefühle und so weiter. Und wenn wir Glück haben, unterbricht ein angenehmes Ereignis diese Negativspirale. Zum Beispiel ein Bekannter, alter Bekannter kommt am Weg entgegen oder steht auch in der Warteschlange vom Supermarkt und wir tauschen dann schöne Erinnerungen aus. Also das hilft uns dann sozusagen diese Negativ-Gedanken-Gefühlspirale zu durchbrechen. Aber nicht immer. Manchmal können wir wirklich lange festhalten und lange über negative Geschichten nachdenken und ja, die werden dann immer negativer, und das habe ich dir jetzt auch erklärt, warum das so ist, weil sich Gedanke und Gefühl gegenseitig beeinflusst und verstärkt. Und was hat das jetzt nun alles mit der Gesundheit zu tun? Damit alle Vorgänge in unserem Körper optimal funktionieren, was ich am Anfang schon gesagt habe, sollten wir optimale Bedingungen schaffen, und das ist auch unsere Aufgabe, glaube ich, die uns bei unserer Geburt mitgegeben wurde. Das ist unser Körper, den haben wir so in dieser Gestalt nur einmal. Das ist ein Schatz, das ist ein Wunder, und wir sollten uns darum kümmern. Man hat uns also dieses Wunderwerk Körper geschenkt. Und da ist die Frage, was wir daraus machen. Was ich sehr oft in meiner Praxis sehe, sind richtige Selbstzerstörungen. Oft natürlich unbewusst, manchmal auch bewusst. Manchmal sind es die Einflüsse von außen, zum Beispiel Corona. Viele Menschen haben jetzt depressive Verstimmungen, denen geht es gar nicht gut, Selbstzweifel, keine Orientierung durch diese Corona-Krise. Also natürlich von außen kommen auch oft Einflüsse, die uns da in diese Negativspirale bringen. Ich sehe aber auch, wie schnell unser Körper sich wieder regenerieren kann. Es ist unglaublich. Ich bin wirklich jedes Mal erstaunt darüber. Also welche Bedingungen können wir nun schaffen, dass das wirklich funktioniert, dass der Körper sich wieder regeneriert, dass die negativen Gedanken wieder zu positiven werden? Was passiert denn beim Denken? Es werden Strom wird geleitet und chemische Signalstoffe werden ausgeschüttet. So werden dann die Informationen in unseren Körper verteilt und ja an den jeweiligen Ort transportiert, wo wir diese Signale hin möchten. Das heißt also auch, dass unsere Gedanken von unserem Hormonsystem, von unserem Hormonhaushalt gesteuert werden, von dem Immunsystem. Das kennt auch jeder. Wenn man glücklich ist, hat man das Gefühl, man könnte Bäume ausreißen. Stress hingegen macht uns krank und müde, vielleicht schlecht gelaunt. Ich beschäftige mich ja jetzt sehr viel mit Schmerz und den Einfluss unserer Gedanken auf das Schmerzempfinden. Das ist eigentlich auch Hauptthema von meinem Webinar, das ich jetzt schon öfters geleitet habe und jetzt als Studie herangezogen wird. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar und bin schon etwas aufgeregt, muss ich ehrlich gestehen, und neugierig, was da herauskommt. Aber ich habe schon so viele positive Feedbacks bekommen, wie stark positive Gedanken, diese Orientierung auf das Positive, den Fokus auf das Positive, unseren Heilungsprozess wirklich fördern können. Dass positive Gedanken unser Immunsystem stärken, das ist irgendwie plausibel. Da ist ein Vorgang im Körper in Gange, und dass da positive Gedanken auch wirklich einen positiven Effekt haben,
Das können wir uns eigentlich ganz gut vorstellen. Aber für mich stellt sich die Frage, wie ist das beim Schmerz? Wie funktioniert das beim Schmerz? Schmerz ist doch etwas Körperliches, das empfinden wir doch akut oder chronisch. Wie kann der Schmerz jetzt beeinflusst werden? Was geht da genau im Gehirn vor? Und ich habe mich eben auch damit sehr beschäftigt und werde es sich auch noch weiterhin tun. Vor längerer Zeit ist man schon drauf gekommen, dass Schmerz nicht nur durch elektrische Signale weitergeleitet wird, sondern es ist wirklich viel komplexer. Es gibt sogenannte Rückkopplungsmechanismen. Das heißt, der Schmerz wird dadurch aufrechterhalten und sogar verstärkt, dass er rückgekoppelt wird. Speziell bei chronischen Schmerzen ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel, das du wahrscheinlich kennst. Du hast Stress, machst eine schnelle Bewegung, weil du ja alles schnell erledigen möchtest, To-Do-Liste und so weiter, und zwickst dir einen Nerv ein, vielleicht in der Rückengegend. Hast einen sehr starken Schmerz, deine Nervenschmerzen sind wirklich sehr stark. Und durch diesen Schmerz verspannst du dich. Und durch diese Verspannung verstärkt sich dann auch wieder die Muskelverspannung. Und durch diese Muskelverspannung werden wieder Rezeptoren im Muskel aktiviert, die den Schmerz dann verursachen. Das sind die Nozizeptoren, heißen die. Also du siehst, es geht jetzt nicht darum, dass du einmal eine schlechte Bewegung hast und der Nerv beleidigt ist, sondern so wie bei den Gedanken, Gefühlen ist so ein bisschen eine Negativspirale. Du verspannst dich. Und in den Muskeln wird dann eben diese Anspannung auch wieder wahrgenommen, weitergeleitet ans Gehirn, und der Schmerz wird verstärkt. Und so entstehen auch chronische Spannungskopfschmerzen, sehr oft Rückenschmerzen. Und diese Nozizeptoren findest du auch in allen Muskeln. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist es auch, sich zu entspannen in solchen Fällen. Ganz gezielt. Ärzte verschreiben da sehr gerne muskelentspannende Medikamente. Warum auch nicht? Das nimmt aber nicht die Ursache weg, warum ich mich verspannt habe, warum ich diese falsche, schnelle Bewegung gemacht habe. Und das ist auch ein Grund, warum ich das mache, was ich mache, weil mir ist ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Manchmal ist es nicht angenehm, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und diese muskelentspannenden Medikamente sind auch wichtig, dass du dich im Moment nicht noch weiter entspannst, das stimmt schon. Das wird diesen Rückkopplungseffekt blockieren. Aber trotzdem, mindestens genauso wichtig ist es, die Aufmerksamkeit jetzt auf das zu richten, nämlich das, was die Schmerzen verursacht hat. Aber auch diese Aufmerksamkeit beeinflusst unser Schmerzempfinden. Das ist nämlich auch sehr spannend, dass jeder mit Schmerzen anders umgeht. Es gab einen Versuch mit Eiswasser. Zwei Gruppen, jeweils hat man die Hand lange in ein kaltes Eiswasser gesteckt, und die Gruppe, die mit schönen Fotos abgelenkt wurde, die konnten doppelt so lange in diesem kalten Eiswasser verharren als die Gruppe, die nicht abgelenkt wurde. Man kennt das ja auch bei Kindern ganz klar, wenn sie vorm Fernsehen sitzen, geht es ihnen super gut, sobald der Fernseher abgedreht ist, geht es ihnen schlecht. Und das ist jetzt keine Erfindung von den Kindern, sondern es ist wirklich so, wenn ich abgelenkt bin, dann empfinde ich den Schmerz weniger stark. So, was können wir jetzt damit anfangen? Natürlich können wir uns ablenken, wenn wir starke Schmerzen empfinden, und auf unsere Aufmerksamkeit auf etwas Positives richten, und dann wird der Schmerz weniger werden. Ein ganz klares Beispiel, du kennst es auch sicher, wenn du die kleine Zehe anhaust an einer Tischkante oder irgendwo. Mir passiert das öfters, weil ich in der Apotheke mit den Schlapfen herumlaufe, und wenn ich mich schnell bewege, passiert mir es öfters, dass ich mir die kleine Zehe anhaue, und das ist ein unglaublich starker Schmerz. Aber komischerweise empfinde ich einen schwachen Kopfschmerz als stärker, unangenehmer als dieser Schmerz, wenn ich mir die kleine Zehe anhaue. Und warum ist das so? Weil ich erstens natürlich dann abgelenkt bin, ich laufe dann gleich wieder weiter und ignoriere das, und zweitens, weil ich schon weiß, dass das kein schlimmer Schmerz ist, dass das von alleine schnell wieder weggehen wird und es ist nichts passiert. Hingegen, wenn ich leichte Kopfschmerzen bekomme, dann passiert natürlich schon auch diese Negativspirale in meinem Gehirn, die Erinnerung an meine fast 30 Jahre lange Migräne, Spannungskopfschmerzen. Ich verspanne mich dann, und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis sich diese negativen Erinnerungen
an diese schlimme Migränephase bei mir löschen kann, aber es wird auf jeden Fall immer besser, weil ich immer stärker bin und immer mich darauf erinnern oder daran erinnern kann, dass die Kopfweh bei mir jetzt ganz anders sind und nicht mehr so migräneanfällig und so oft wie früher. Aber du siehst schon, die Gedanken spielen eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Also was hat jetzt allgemein einen negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden und auch auf unser Schmerzempfinden? Das ist vor allem Angst, Belastung, Stress mit 10 Rufzeichen, Depression, Verspannung, auch Einsamkeit. Soziale Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Hilflosigkeit, negative Erfahrungen, ja, und Anspannung. Und was hat jetzt einen positiven Einfluss? Ja, also die Aufmerksamkeit auf etwas Positives richten. Achtsamkeit, Ruhe, Entspannung, auch Aktivitäten, soziale Kontakte, Geborgenheit, Freude und Liebe. Das fällt mir jetzt ein. Es gibt sicher noch ganz viele andere positive Einflüsse auf unser Wohlbefinden. Und was ist jetzt unser Ziel? So, die Ziel ist jetzt, Aufmerksamkeit zu schärfen und sich zu sensibilisieren auf den Moment. Das ist die Achtsamkeit. Also ganz bewusst genießen, sich Zeit nehmen und vor allem auch die eigene Art des Genießens finden. Jeder hat ja auch eine andere Art des Genusses. Und darum geht es auch, da diese Sensibilität zu erfahren. Dann natürlich Entspannungsübungen können sehr, sehr hilfreich sein, so wie Meditation oder auf dem Atem achten, die Atmung. Dann auf die eigene Lebensqualität achten, immer wieder sich selbst zu fragen, was brauche ich eigentlich, dass es mir gut geht, ein positives Umfeld schaffen, das ist so, so wichtig. Dann auch sich informieren, das gibt eine gewisse Sicherheit, Orientierung, dann ja, Kontakte knüpfen, die sozialen Kontakte pflegen und vor allem auch darüber reden, das hilft oft wirklich sehr. Trau dich auch über deine Leiden zu reden, über deine Schmerzen. Und beim akuten Schmerz, und das ist so wichtig, auch die Naturmedizin zu berücksichtigen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges, großes Thema in meinem Webinar über Resilienz, weil die Naturmedizin, wir sind ja aus der Natur entstanden, wir sollten diese Verbindung, diese Verbundenheit auch wirklich wieder fühlen, der Naturmedizin. Und mein Psychologieprofessor hat mich letztens gefragt, ob das psychische Gründe hat, dass jetzt Naturmedizin hilft, und ich musste eigentlich lachen, weil es gibt definitiv Wirkstoffe in der Pflanze, die heilende Effekte haben. Das ist auch nachgewiesen, also das ist kein Hokuspokus, hat auch mit Homöopathie nichts zu tun. Die Reinpflanze, das Reinextrakt, das hat wirklich Wirkstoffe in sich, und darum geht es auch ein bisschen im Webinar, und wenn du da Fragen hast, kannst du dich auch gerne mal bei mir melden. Beziehungsweise überlege ich, ob ich nicht die nächste Podcast-Folge auch ein bisschen über Naturmedizin erzähle. Das ist so, so wichtig. Ja, und bei der Entspannung finde ich halt noch immer den Bodyscan am besten. Da kannst du dich auf den Körper konzentrieren, wirklich auch Muskel für Muskel entspannen, die Aufmerksamkeit auf deinen Atem richten, in die Verspannung hineinatmen, und das erfüllt einen auch so mit so viel Dankbarkeit, weil dir dann auch bewusst wird, was für ein Wunder dein Körper ist, was für ein Wunder in dir selbst vorgeht. Und das steigert natürlich dann auch die Selbstachtung. Dieser Bodyscan ist auch so ideal, weil es den Vagusnerv aktiviert. Das ist ein Hirnnerv, der ja auch die Bauchregion zum Teil versorgt, die Atmung steuert, die Herzfrequenz, die Muskeln entspannt. Also wenn du das regelmäßig in deinen Alltag integrierst, wirst du auch wirklich sehen, dass es dir viel besser geht. Und vor allem diese Rückkopplung, von der ich vorhin gesprochen habe, wird dadurch unterbrochen. Und umso öfter du es machst und umso öfter diese Schmerzrückkopplung unterbrochen wird, dann hast du wirklich den Erfolg relativ schnell, dass du mit diesen positiven Gedanken, mit dieser Aufmerksamkeit, mit der Achtsamkeit, dass es dir besser geht, dass du dich wohler fühlst. Und chronische Schmerzen sind wirklich schlimm, ich weiß das selber. Und jedes Mal, wenn ich leichte Kopfschmerzen habe, dann kommt dann dieser Prozess im Gang, von dem ich vorhin erzählt habe. Und natürlich ist es ein Prozess,
der etwas länger dauert. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, gerade bei chronischen Leiden, weil die chronischen Leiden bestehen ja oft auch schon mehrere Jahre. Aber hab Geduld und du wirst aber trotzdem merken, von Tag zu Tag, wie es dir besser geht. Also zusammenfassend, Aufmerksamkeit auf positive Gedanken richten erhöht deine Lebensqualität. Und manchmal gibt es so unwillkürliche negative Gedanken, unbewusste. Aber du kannst sie dir bewusst machen, indem du auch auf die Signale deines Körpers hörst. Denn ein negativer Gedanken, habe ich dir schon erzählt, verursacht ja auch ein negatives Gefühl. Und das Gefühl äußert sich im Körper, eine Wahrnehmung deines Körpers. Und wenn du diese Signale wahrnimmst, dann kannst du auch auf deine unbewussten negativen Gedanken zurückgreifen. Du bist also der Regisseur oder die Regisseurin deines Lebens. Du hast den Einfluss auf deine Gedanken. Ich finde das eigentlich wunderschön, sehr positiv. In einem meiner Videos über Stress habe ich auch mal über das Reframing gesprochen. Das ist auch super wichtig, eine schöne Methode. Du kannst sozusagen Reframing, also einen neuen Rahmen geben, Frame, der Rahmen. Das heißt, du kannst aus einer negativen Erfahrung, negativen Erinnerung einen neuen, schönen Rahmen geben. Mehr darüber in meiner Podcast-Folge. Ich habe übrigens schon einige Podcast-Folgen auch über positive bzw. negative Gedanken aufgenommen, wie zum Beispiel Podcast-Folge 106, wie du negative Gedanken positiv für dich nutzen kannst. Das geht nämlich auch. Dann, wie du Stress im Alltag vermeiden kannst. Das ist die Podcast-Folge 117. Auch Stress mit dem Schmerz, das wäre 118 und gesunder Stress 119. Das ist so das war meine Videoserie, die kannst du auf YouTube anschauen. Wenn dich diese Themen interessieren, schau da auf jeden Fall vorbei. Und ja, das Schöne ist, dass positives Denken nicht nur dein Wohlbefinden und deine Gesundheit verbessern kann, sondern auch deine Leistungsfähigkeit steigern. Also rundherum fühlst du dich auf jeden Fall besser, aktiver. Und positive Gedanken haben einen heilenden Effekt. Die Frage ist, wo du sie einsetzt und wo du da ansetzt. Und soweit heute zu dem Thema heilende Gedanken. Ich bin so dankbar, dass du mit mir hier dabei warst, hier auf dieser wunderschönen Wiese im Wienerwald. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Falls du in den Ferien bist, erhol dich, entspann dich. Geh in die Natur oder vielleicht bist du auch am Meer und genieß die Meeresbrise, die Sonne, den Strand. Ich wünsche dir wirklich das Allerbeste und freue mich, wenn du dich connectest mit mir über Instagram und Facebook. Und über die Studie findest du auch alle Informationen auf meiner Webseite. Den Link gebe ich in die Shownotes. Und wenn du zwischen 25 und 65 bist und mindestens 3 Jahre unter chronischen Schmerzen leidest, dann freue ich mich riesig, wenn du mich da unterstützt, wenn du mitmachst. Da gibt es auch einen 100-Euro-Bonus, wenn du mitmachst bei der Studie. Du machst ganz normal dieses Webinar mit, das du übrigens ganz flexibel gestalten kannst, auch gut in deinen Alltag integrieren kannst. Es dauert 5 Wochen. Und wenn du bei der Studie mitmachst, bekommst du Fragebögen. Ungefähr 25 Minuten solltest du dann pro Woche einplanen und das ist alles. Und ich begleite dich dann auf deinen Weg zu mehr Achtsamkeit. Ich freue mich riesig und hinterlass mir jedenfalls einen Kommentar, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Vielleicht einen Daumen hoch, eine positive Rezension auf iTunes und pass auf dich auf. Take care, deine Caro.